So, bevor das Video hier jetzt beginnt, wollte ich nochmal schnell den Gewinner des Gewinnspiels bekannt geben. Und zwar ist das der David Nenklein. Und ich habe mich mit dem auch schon in Verbindung gesetzt. Das ganze Zeug wird morgen rausgeschickt. Trotzdem danke nochmal an alle, die mitgemacht haben. Sorry, dass ihr dieses Mal nicht gewonnen habt. Aber naja, in Zukunft werden, denke ich mal, auch noch ein paar Verlosungen stattfinden. Also seid nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Real Talk auf unserem Kanal. Und zwar geht es heute um, naja, getrennte Wege gehen nach der Schule, denn bei uns ist morgen, naja, also ich sag mal Schulaus, also Ferien. Und da ich in die 9. Klasse gehe und Hauptschüler bin, gehe ich morgen aus der Schule raus. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen meine Gedanken raushauen, was ich darüber so denke und was mir da jetzt auch schon einige Leute geschrieben haben. Und zwar schreiben jetzt viele in unsere Klassengruppe: Oh, das wird voll scheiße und ah und Und jetzt sind sie in Anführungsstrichen voll traurig und bla, haben vorher nichts mit dir zu tun gehabt und dann rumheulen, weil du weggehst. Das ist, also, ich will damit nicht sagen, dass das alles Heuchler sind, aber sowas ist für mich echt ein richtiger Heuchler, weil es ist einfach nur dumm, meiner Meinung nach, denn irgendwas vorzuspielen, bloß weil derjenige dann abhaut. Ich mag sowas echt nicht. Wenn, dann soll man einfach direkt sein und sagen: Ist mir eigentlich scheißegal, dass du weggehst, hau rein, viel Glück noch und dann ist gut. Also ich brauche keine irgendwie Meinung von Heuchlern in Anführungsstrichen, die mir dann nur irgendwas vorlegen. Also darauf habe ich nicht so Bock. Aber da gibt es auch zum Beispiel zwei, drei, vier Leute, mit denen verstehe ich mich echt gut und dann bin ich auch echt traurig, dass ich von der Schule gehe. Das ist zum Beispiel, was weiß ich, der Yoshi, der Rize, die Namen sagen euch jetzt nichts. Aber das sind halt beispielsweise Leute, mit denen ich mich extrem gut angefreundet habe und so in der Zeit. Und das ist halt extrem schade, dass ich jetzt mit denen nicht mehr auf eine gleiche Schule gehe, sage ich mal. Und ich hoffe, wir halten trotzdem den Kontakt und wir werden, denke ich mal, auch noch das eine oder andere Mal zusammen zocken, vor allem zu Black Ops 3. Und ja, vielleicht auch das eine oder andere Mal Fußball spielen. Und ja, es ist halt echt meiner Meinung nach ein bisschen traurig, dass man sich denn, naja, ich sag mal, so verlässt. Und ja, dann gibt es auch halt wirklich die Leute: Du gehst weg, und dann einen Tag später: Ja, yeah, dich ist ja weg, so nach dem Motto. Ich spiele dir da nur irgendwas vor, und ich denke mal, diese Leute kennen die alle. Und das sind auch die Leute, die mit einem dann per WhatsApp schreiben, nur, also die dir dann nur per WhatsApp schreiben, wenn sie irgendwas brauchen. Das ist zum Beispiel, was weiß ich, wenn die deine Hausaufgaben für den nächsten Tag haben wollen, weil sie keinen Bock hatten, die selbst zu machen, oder von dir einen Vortrag zum Beispiel abschreiben wollen, weil sie das nicht gemacht haben, oder du denen irgendwie helfen sollst, die sich dann halt nur dann melden, wenn sie irgendwas von dir brauchen. Das sind für mich einfach bloß falsche Freunde. Solche Leute mag ich einfach nicht. Und welche Leute ich zum Beispiel echt vermissen werde, sind auch zum Beispiel Leo oder keine Ahnung. Das sind halt Leute, mit denen ich mich wirklich in der letzten Zeit extrem gut angefreundet habe, mit denen es auch Spaß macht, rumzuhängen und bla und bla und bla. Wir werden das Ganze denn morgen halt in der Schule nochmal ein bisschen bereden und bla bla bla. Und morgen den Tag dann ausklinken lassen, indem wir uns da im Stadtbock treffen und noch ein bisschen was trinken. Deswegen kommt Top 5 Plays morgen ein bisschen früher. Und ihr habt ja eben gerade mitbekommen, den Gewinner habe ich eben gerade bekannt gegeben vor dem Intro. Und ja, wie gesagt, das ist ja David Nenklein. Ja, er heißt nicht wirklich so, aber seinen kompletten Namen sage ich hier auf jeden Fall nicht. Und das ganze Zeug wird auf jeden Fall morgen rausgeschickt. Wie gesagt, es tut mir echt leid für die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben und vielleicht solche Chancen darin gesehen haben. Es tut mir wirklich echt leid für euch, aber das wird nicht die letzte Verlosung auf diesem Kanal gewesen sein. Wie gesagt, da wird in Zukunft auch noch sehr viel auf euch zukommen. Und ja, ihr könnt mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Commentary jetzt so fandet, so eine kleinere Real Talk-Folge, wo ich einfach mal so sage, was ich zu bestimmten Themen halte. Und ja,
Könnt mir ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Heuchlern in Anführungsstrichen haltet, die einem dann einfach bloß was vormachen und dann einen Tag später sagen, ja, wuhu, endlich ist der Wechsel nach dem Motto. Solche Leute kann ich einfach echt gar nicht leiden. Und auf jeden Fall seht ihr hier im Hintergrund, glaube ich, eine Spray Nuclear vom lieben Squizzy erspielt. Ist in unserem Clan, kennt ihr natürlich. Ist auch der Rekord der Spieler vom letzten Mal mit dem 77:1 in TDM in AW. Und jo. Ist auf jeden Fall wieder in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Er lädt demnächst auch mal, hoffe ich mal, wieder ein paar Videos hoch. Der hat jetzt nämlich erst 3 Videos hochgeladen und das waren alles nur Gameplays. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, irgendwie weiter von uns unterhalten zu werden, schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei, falls ihr jetzt neu seid. Ihr könnt auch gern auf den Abo-Button drücken, wenn ihr Bock habt, nichts mehr zu verpassen. Und ja, dann soll es das auch von heute gewesen sein. Falls das Gameplay im Hintergrund noch nicht zu Ende ist, hinterlege ich euch das noch mit ein bisschen chilligerer Musik. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. So, willkommen auf der Endcard. Und zwar geht's hier links zum vorletzten Video. Real Talk Hashtag Nummer 03. Und zwar war das Ganze über YouTube Beef. Und rechts geht's zum Weltrekord, die World Highest KD in TDM Solo NRW mit einer kleinen Real-Life-Story über eine Geiselnahme. Und ja, wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, schaut doch einfach mal beim Kanal vorbei. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne abonnieren, wenn ihr mögt. Und ja, dann haut rein!